Was geht ab, Leute? Ich bin's Alex und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich stelle euch heute wieder Hypnis vor und ich komme gleich, also erstmal in Anschluss, zu einer richtig, richtig krassen Nachricht, über die sich, glaube ich, fast alle von uns freuen werden. Also erstmal auf jeden Fall freuen und dann wird man ein bisschen salty. Einige wissen es wahrscheinlich schon jetzt, was ich meine, aber falls ihr es noch nicht wisst, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und gebt euch das, weil das ist echt mega, mega krass. Ich würde aber sagen, kommen jetzt erstmal zu den normalen Sneaker-Releases. Es gibt jetzt nicht allzu viele, aber das wird halt mit der letzten Nachricht im Prinzip alles aufgehoben. Und zwar soll am 9.8. ein Air Force One Up Step kommen. Der kommt in zwei verschiedenen Colorways und ich muss sagen, ich finde die beiden eigentlich sehr, sehr cool. Ein Air Force One ist nämlich jetzt erstens kein teurer Schuh, der kostet um die 130 Euro. Und zweitens finde ich, ist es ein Schuh, den man tagtäglich eigentlich mal ganz gut bieten kann, den man wirklich einfach tagtäglich tragen kann. Und bei dem Schuh finde ich es jetzt eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, der rote Colorway gefällt mir eher einen Ticken weniger, weil der einfach nicht so schlicht ist. Aber den schwarzen, den kann man eigentlich tagtäglich tragen, ist halt sehr schlicht. Gefällt mir deswegen sehr cool. Und darauf sind eben so Pfeile wie im Prinzip dieser Off-White Arrow. Und deswegen ist das eigentlich meiner Meinung nach ganz cool. Also für die Leute, die sowieso Off-White tragen, ist das eigentlich der perfekte Schuh, den man so tragen könnte. So, kommen wir jetzt schon zum nächsten Schuh. Ich fasse mich da einfach jetzt einen Ticken kürzer. Und zwar soll am 10.8. der Air Force One Travis Scott in dem Sail Colorway kommt. Der Air Force One Travis Scott kam ja schon mal vorher in einen anderen Colorway. Ich muss sagen, ich fand den einfach mega, mega geil. Ist auch ein sehr, sehr beliebter Schuh und der ist halt einfach besonders, vor allem weil man auch zum Beispiel den Swoosh abnehmen kann und der sieht halt einfach mega gut aus. Allerdings habe ich ihn damals schon nicht bekommen und ich werde ihn jetzt auch wieder nicht bekommen, aus dem Grund, weil der leider nur in Amerika kommt. Für mich blöd, vielleicht habt ihr aber die Chance, weil ihr gerade jetzt in Amerika seid oder dann eben am 10.8. in Amerika seid, dass ihr den dann über die Sneakers-App kaufen könnt. Wir werden als Europäer, Deutsche, sonst was eben keine Chance haben. Man kann nur hoffen, dass der irgendwann nochmal in Europa kommt, aber ich werde es bezweifeln, denn, keine Ahnung, ist jetzt einfach zu spät. Der kommt halt eben jetzt passend zum neuen Album von Travis Scott raus, was ich persönlich auch eigentlich ganz cool finde. Ja, ist nicht schlecht. It's lit, würde ich sagen. So wie Tu. Kurze Story zwischendurch. Wir sind so rumgefahren und Tu hat die ganze Zeit so richtig komisch It's lit geschrien. So immer, so wenn wir an Leuten vorbeigefahren sind. Das war eigentlich ganz lustig. Ja, auf jeden Fall, der Schuh kostet 150 Euro, kommt am, oder 150 Dollar eben, kommt am 10.8. in Amerika raus. Und falls ihr das Glück habt, es über die Sneakers-App zu machen, dann wünsche ich euch viel Glück. Und ein gutes Gelingen. Vielleicht schenkt ihn mir dann ja jemand. Ich denke nicht, aber man kann ja immer hoffen. So, dann komme ich jetzt nochmal kurz zu Supreme Palace und... einmal zu Kors. Ich fange, glaube ich, mit Kors an. Und zwar soll am 9.8. eine Kors-Figur kommen. Eine Kollabo mit einem Künstler, dessen Namen ich einfach mal kurz ablesen muss, weil sonst kriege ich das nicht hin. Der heißt Hiroshi Fujiwaras. Und das ist eine Conveni-Kollabo mit eben Kors. Ich kenne mich jetzt nicht mit Kors-Figuren super doll aus oder so. Ich muss aber sagen, die Figuren sehen meiner Meinung nach sehr cool aus. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich stelle mir jetzt nicht für 200, 300 Euro eine Figur in mein Zimmer. Aber sie sehen halt einfach cool aus. Es ist ein cooles Accessoire und es ist halt einfach eine Dekoration. Frauen würden sagen, das ist ganz normal, dafür gebe ich sofort Geld aus. Ich bin keine Frau und ich habe jetzt auch nicht so viel Kohle, um das zu machen. Und ich bin auch nicht der, der jetzt so viel dekorieren muss. Aber ich finde, die Figur sieht auf jeden Fall cool aus. Und ja, vielleicht gibt es ja welche von euch, die darauf Bock haben. So, dann hat Supreme noch eine Kollabo mit Tag Heuer bestätigt. Die soll jetzt eben in der Fall-Winter-Collection droppen, die Kollabo eben. Wird, glaube ich, eigentlich ganz cool. Also Supreme-Uhren, die, sag ich mal, eine Qualität haben, eben die Tag Heuer-Uhren haben ja gute Qualität. Ist, glaube ich, etwas Neues. Eine Supreme-Rolex-Kollabo wäre natürlich noch cooler, aber man kann ja eben nicht alles haben. Ist, glaube ich, aber schon mal nicht schlecht, deswegen können wir uns darauf auf jeden Fall in der Fall-Winter-Season drauf freuen. Außerdem noch zu Supreme, es wurden Mockup-T-Shirts gepostet auf den Instagram-Seiten, die ich so eben abonniert habe. Da waren jetzt 6 T-Shirts zu sehen, ich werde die hier einfach mal einblenden und es sollen noch 5 weitere kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die direkt schon zum Start der Season kommen sollen oder eben einfach in der Fall-Winter-Season. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich blende euch einfach mal hier die Bilder ein, die sind auf jeden Fall schon mal ein paar ganz coole T-Shirts, die sind, finde ich, auch sehr gut gelungen und ich werde auch versuchen, mir dann eins von denen mindestens mal zu kaufen, weil ich habe bis jetzt noch nichts von Supreme so richtig, außer eine Cap und eine Supreme Shoulder Bag, die ich von Tu geklaut habe. Sehr gut. Ehrenmann, könnt ihr mal alle kommentieren, Hashtag Alex der Ehrenmann. So, und jetzt einmal nochmal ganz fix zu Palace und zwar gibt es eine Preview von der Autumn Palace Collection. Die werde ich euch einfach mal hier einblenden. Das ist jetzt wahrscheinlich aber sehr, sehr klein, weswegen
Checkt auf jeden Fall mal Supreme Leagues und News aus. Packen wir unten einen Link in die Beschreibung. Da könnt ihr halt eigentlich alles immer über Supreme Palace und erfahren. Da könnt ihr dann eben auf Instagram nochmal ein bisschen näher ranzoomen und gucken, ob ihr schon irgendwas seht, was euch gefällt. Und das dann eben ein bisschen besser auschecken, weil jetzt das ist wahrscheinlich, oder das da ist sehr klein. So, dann kommen wir jetzt zu der Nachricht, die sehr, sehr cool ist, die ich eben erwähnen wollte, für die ihr alle hoffentlich dran geblieben seid und mich auf Instagram abonniert habt und das Video geliked habt, kommentiert habt und uns abonniert und die Glocke angestellt habt. Alles sehr wichtig, falls ihr es noch nicht gemacht habt, vorher einmal machen. Und zwar wird eben die Nike Sneakers App am 8.8. ein Jahr alt. Und da haben die so ein kleines Teaser-Video auf der Sneakers App gepostet, was ich jetzt einfach mal kurz einblenden werde. So, ist eingeblendet gewesen. Auf jeden Fall habt ihr da ja gesehen, dass da ein Sean Witherspoon war, dass da die Off-White The Tank Collection mit den Chicago Blazer Air Force Prestos waren, die neuen Prestos. Da waren Air Max Undefeated 97er, da waren Air Max Animal, keine Ahnung, da waren alle geilen Schuhe, die gekommen sind. John 1 Satan Shader Backboard, John 1 Spread Toe und. Einfach die geilsten Schuhe, die man sich vorstellen kann von Nike. Und die sollen jetzt alle nochmal, oder viele von denen, oder ich hoffe eigentlich alle, aber viele von denen halt einfach am 8.8. auf der Sneakers App droppen. Und darauf können wir uns gefasst machen und ich hoffe, ich krieg endlich mal einen geilen Schuh. Ein Travis Scott Air Force One, irgendein Off-White The Ten Collab Schuh, irgendein, außer den Hyperdunk, den habe ich, will ich nicht. Aber ich hoffe, dass ich irgendein von diesen Drecksschuhen endlich mal bekomme und auf dieser räudigen App eine Chance habe. Und wie gesagt, man freut sich anfangs, ich freue mich mega, aber ich, wenn ich den jetzt nicht bekomme oder wenn ich keinen Schuh bekomme, dann will ich ausrasten und richtig salty sein. Aber naja, also, am 8.8., am besten würde ich sagen, den ganzen Tag auf der Sneakers-App chillen, hat man die Chance, einen von diesen ganzen Schuhen zu kaufen oder eben mehrere oder keine Ahnung, welche Schuhe eben kommen. Und wie gesagt, da kommen einfach alle Schuhe, die man sich so vorstellen kann und das wird mega krass. Ich hoffe einfach, dass ich da, wie gesagt, einen Schuh bekomme und naja, drückt mir die Daumen und ich drücke euch die Daumen. Ach ja, falls ihr eine höhere Chance haben wollt, damit mache ich mir zwar eine niedrigere Chance, aber wenn ihr eine höhere Chance haben wollt, erstellt euch 1, 2, 3 Accounts über verschiedenen IP-Adressen und mit verschiedenen PayPal, Kreditkarten, sonst was Konten und dann seid eben auf dieser App die ganze Zeit am PC, am iPad und am Handy oder sowas und probiert es, dann werdet ihr die höchsten Chancen haben, etwas zu bekommen. Wenn ich jetzt nichts bekomme und mich dann gleich wieder tausende Leute auf Instagram anschreiben, by the way, mein Instagram-Account alexander.wnt, dann lasst sich wahrscheinlich aus, aber soll es euch gegönnt sein. Wie gesagt, man kann nicht alles im Leben haben. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked auf jeden Fall das Video, kommentiert das Video, abonniert uns und schaltet die Glocke an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert uns alle auf Instagram und checkt mal unseren Sale Hype Kicks Account aus. Da könnt ihr für 3 Euro eure Sachen posten, die ihr verkaufen wollt. Und da sind halt einfach nur solche Leute, die eben kaufen und verkaufen. Deswegen checkt auf jeden Fall mal die Seite aus und unsere 3 Instagram Accounts. Und ich würde sagen, checkt auch mal unten die ganzen Links aus. Alle unsere Partner, keine Ahnung, Surreal Community, Fuckbrand, Brands, Klecks, Snox und, unsere ganzen Amazon-Links, checkt die einfach mal aus und tut uns damit einen Gefallen, falls ihr irgendwas kauft. Und ich würde sagen, das war es jetzt endgültig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal und viel Glück. Und